Hey Leute, willkommen zurück zu Daisy Epoch Staffel 3. An meiner Seite ist der Daniel. Jo, Hallöchen. Wir sind sehr stark gefrustet, Leute, weil wir zu blöd sind und uns zu sehr anstellen. Der Typ vorhin wäre gestorben, wenn ich eine andere Waffe gehabt hätte. Der wäre gestorben. Ich habe ihn Ja. ja einmal schon angeschossen gehabt. Der hat geblutet. Und dann konnte ich nicht weiterschießen, weil dann war die Muni auch alle und alles. Und naja. Jedenfalls haben Daniel und ich jetzt einen guten Plan. Wir werden Folgendes machen. Wir werden uns mit Waffen ausrüsten, dann bewegen wir uns zu diesem Helikopter und warten, bis jemand einfach mal dort zu frech ist und versucht, ihn aufzutanken. Und dann erschießen wir den Typen. Weil Wenn einer wer kommen sollte. Benzinkanister dabei hat, der hat auch Kohle dabei. Hoffen wir es. Alter, bis ich mit dem Fallschirm runterkomme. Eigenholter. Und Plattfüße, ey. Ey, sind wir heute fleißig gelaufen, du. Voll marschiert. Nee, aber es ist echt komisch, dass wir hier keine Autos finden. Ich frag mal nach. Altes Thema, gutes. Nee, ich frag doch nicht nach. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Müsste ich hier schreiben. Ja, Aber und auf dann dem. schreiben sie dir, ja, doch, 300 Vehicles. Ja, wo? Ja, na wo? Ja. Ist aber meistens so. Wir sind ja auch schon mit Hubschrauber geflogen. Hast du da irgendwo was stehen sehen? Gut, der große Heli jetzt hier mit dem Doppeldings, der, ne, der in Benzin fehlt, das ist echt das erste Fahrzeug sozusagen. In dem Fall ein Hubschrauber. Ja. Das ist der erste. So, und ich habe gleich mal eine wunderschöne Waffe gefunden. Ja, hier finden wir vielleicht Benzin. Alter, hab ich eine M249 mit Zielfernrohr. Oh, geil. Das gebe ich nicht her. Und auch gleich eine Splittergranate. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt halte ich die Klappe. Ich habe bloß Angst, dass mich jetzt wieder jemand erschießt einfach. Bist du noch bei mir? Ja. Bin nur am Laufen, weißt du, oder weißt du. Ja, ich weiß. Dachte, du wärst hier gleich, weil der Name mir näher kommt, aber da liegt ja noch ein Berg zwischen uns hier. Da lag Na ein gut. Fahrrad. Hier liegt ein Fahrrad. Und lauter Waffen, Daniel. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Ich schon den. Den AirPod sehe ich. Brauchst du eine Ja, schon Armbrust? mal. Nee, bestimmt nicht. Hätte ja sein können. Wie soll ich denn damit pieken, ne? Nee, ja, damit einfach ein Heli vom Himmel holen, schon mal was davon gehört. Wenn es Explosivpfeile werden, ja, dann schon. Oh, geil. Dann Und ist das so eine Fahrrad, es Armbrust fährt, was. es fährt. Oh mein Gott, es fährt. Dann ist so eine Armbrust wahrscheinlich auch. Ich habe ein Fahrrad. Du nicht. Kann man nur eins bauen. Angeber. Oh, ich lauf lieber was. Oh, Klamotten. Oh, Zivilklamotten. Fick Ja, doch die die hast du ja Henne. schon an. Na, so jetzt. Der Loot, den ich hier jetzt wollte, ist in dieser hinteren Baracke jetzt nicht, ne? Aber für mich ist auch noch eine Waffe da, ja. Eine RPK. Ist ja egal, Hauptsache besser wie die Pistole erstmal. Ja, ist sie. Oh, und hier ist noch eine Splittergranate. Cool. Ich komme zwar wahrscheinlich niemals dazu, die einzusetzen, aber was soll's. Ja, weil die Animation ja auch wieder zu lange dauert, ne? Ja, bis ich die geworfen hab. Ja. Bist du schon wieder totgeschossen worden? Oh, hör auf. Schade, dass du nicht auf dem Gepäckträger sitzen kannst. Benzinkanister! Nimm ich mit. Bei den großen Heli brauchst du mindestens 20 von den Kanistern. Oh, ist auch noch leer, scheiße.
Naja, es macht ja nichts. Dann gehe ich zu einer Tanke und fülle das Ding auf. Eine Tanke in der Nähe. Na, Oh, jetzt. jetzt muss ich nur über den ganzen Airport drüber latschen. Ey. Wahnsinnig so schnell. Airport ist Schrittgeschwindigkeit. Was? Ich schau mal in die Feuerwehr, vielleicht finde ich was. Oh ja. Schüsse! Ah, hast ja was gefunden. Toll. Und hier liegt noch eine Armbrust, ja, damit komme ich weit. Ich laufe jetzt sturstracks auf die Dings zu, ne? Ja, aber von wo hat er jetzt geschossen? Wenn, dann müsste ich auch gleich ein paar Kugeln an mir vorbeifliegen sehen. Ja, ist. Wow, 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 wow. Schießt auf mich. Okay, dann ist er abgelenkt, dann sieht er mich vielleicht nicht. Ja, schön. Über mich. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Mal dann hier über Lautsprecher sagen, Wusa. Ja, toll. Der schießt auf mich und ich soll Wuse sagen. Entspann dich, Junge. Immer schön durch die Hose atmen. Oh, kann ja nicht, da ist zu wenig Platz in der Hose. So. Ich renn mal hinter den Hangar ist ein Fahrrad. Eine Waffe. Ich würde aufpassen, Daniel. Es kam irgendwie von Richtung erster Hangar, ne? Ich will ja bloß eine Waffe schnell und dann hier seine Pistole hingelegt. Mich hier. Also ich habe gar keine Waffe drin. AK, die hat aber keine Munition anscheinend. Ja, bei mir hier hinten ist eine RPK. Komm jetzt zu dir weiter vorne. Aber ich gehe mal am besten hinten. Hier haben wir doch ein Benzin fast schon stehen. Den Schuppen. Scheiße, ey. Ich weiß nicht genau, wo die Schüsse herkamen, ey. Aber es war eine große Entfernung, das kann ich ja sagen. Ich bin jetzt hier an diesen Eingang. Meinst du hier drinnen? Ich sehe übrigens den Namen gar nicht mehr. Ach doch, da hinten. Ja, unterm Bett irgendwo. Und da landet in der Nähe einer mit einem Fallschirm, Daniel. Bei dir da hinten? Oh nö, nicht bei mir. Hier liegt ein Skelett. Oh. Hier, ah, hier. Hier sind wir gestorben, Daniel. Unsere Skelette liegen hier. Oh, da kommt noch einer mit einem Fallschirm. Zwei Leute kommen. Könnte jetzt lustig werden. Ich habe hier keine Waffe gefunden, weil hier gibt es gar kein Bett. In der kleinen Baracke? Natürlich. So, da bin ich ja gar nicht mehr. Ja, da war Da eine hängen wir. RPK unterm Bett. Drittes Da Zimmer oder so. habe ich sie nicht gesehen, da renne ich nochmal zurück. Uhuhu. Da ist nicht einer drinnen, na gut, aber dann könnte ich ja. Vorsichtig, Haben wir ne? eine Pistole dabei? Hier ist einer, der geschossen hat und zwei sind falsch im geflogen. Und ich glaube, hier muss man wirklich Waffen verkaufen für Geld. Geh mal in die Feuerwehr rein. Oben auf das erste Ding, hat der Typ auf mich geschossen, als ich dort oben drin war. Ich bin gar nicht ganz hoch.
Jetzt wieder eine Waffe vor Ganz einer. oben, in der Feuerwehr liegt eine Waffe. Eine Ich Sniper, habe ja, glaube ich. ich hab hier schon eine gefunden. Ich sag bloß, ganz oben. Ich renne jetzt trotzdem in die Feuerwehr ganz oben rein. Oh ja, 75 Schuss. Oh. Plus ein Zusatzmagazin. Geil. Mal sehen, wie lange ich mich erfreuen kann an dieser. Ja, wie gesagt, da ist jemand bei dir in der Nähe. Ja, hier ist einer gestorben. Hier ist jemand gestorben. Nur zwei Benzinfässer gesehen. Oh, die Waffe komme ich nicht ran. Super. Das ist eine M107 oder so. Nee, das ist eine Lapura Magnum. Und ich kann sie nicht nehmen. Der Feuerwehr? So, ich habe die Sniper. Ich habe jetzt einen Sniper. Weißt du zufällig, ob bei mir eine Waffe in den Rucksack passt? Na, so eine große Waffe glaube ich nicht. Denke ich mal, die wird dann weg sein. Ich versuch's. Passt rein. Okay. Läufst du gerade bei mir rein? Ja. Okay. Waffe konntest du nicht nehmen, hier oben irgendwo. Vorsicht, runter, 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 runter. Oder hast du die Waffe schon genommen? Ich habe die Sniper genommen und ich habe eine M249 mit Zielfernrohr auch noch einstecken. Ich bin bloß gerade ein bisschen aufgescheucht, weil hier zwei Spieler versucht haben zu landen und ich habe meine scheiß Stoppuhr schon wieder nicht angehabt. Schüsse! Aua! Getroffen! Bin getroffen! Schnell da in den Haus rein. Wow! Oh, ich hab's gesehen. Oh. Oh, der hat mir ganz schön viel Blut abgezogen. Kannst du mich mal bitte verbinden? Mal Tür zu. Kommst du nicht rein? Doch, ich bin da drin. Du bist nicht drin. Bin drin. Was soll ich jetzt nicht verbinden? Oder ein Blutpack oder. Du bist drin, sagst du? Ja, ich stehe vor dir. Du bist unsichtbar. Blutpack? Oder Ja, was? bitte. Du bist für mich voll unsichtbar, ne? Echt? Ja. Ja, das hatten wir ja schon mal. Dann seht ihr das auch mal jetzt aus Ivans. Was liegt denn da? Batterie oder was? Nee, nee, das war Munition. Ach, geh mir mal aus dem Weg, du unsichtbare Scheißstück. Hier oben liegt eine Bison. Und von wo hat er geschossen, der Verreckte? Es schien so, als ob das, nee, von hier so. Hier so, die Richtung, wo ich jetzt. Ach so, du siehst mich ja nicht. Naja, genau die Richtung, wo du gerade geguckt hast. Ja, super, wenn du vielleicht mal da bitte weggehen würdest. Ich bin hier auf dem Präsentierteller. Kann sich mal außen einloggen, bitte? Weil ist scheiße. Nee, du bist noch zu nah. Spieler ist in der Nähe. Versuch's mal jetzt. Nee. Ich gehe garantiert nicht raus. Kannst du knicken. Sag mal, geh du mal weiter vorne an die Tür? Bin an der Tür. Nee, geht trotzdem nicht. Da außen Noch läuft nicht. jemand. Hab was gehört. Oder bist du das? Lauf jetzt zu.
Oh, da! Unter der Treppe. Ja. Vorsicht, Daniel, ne? Wie ist denn der da reingekommen? Aber die Tür auf immer. Echt? Ja. Da hau ab. Da sind mehr als nur einer. Ah, nein, nein! Lauf, 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 lauf! Oh, der ist rausgerannt. Und der Typ, der hat auch auf den Typen geschossen. Also, der Typ, der hier reingerannt ist, der wurde gerade beschossen, als er rausgerannt ist. Ja, Daniel, das ist doch. vielleicht ziemlich irritierend, wenn ich dich nicht sehen kann. Ja, ich weiß. Ich kann mich auch nicht ausloggen, weil du zu nah bist. Wow! Der hat ja voll auf die Tür geschossen gerade. Aber von wo? Nur auf die Treppe gehen und da aus dem Fenster gucken. Warte mal, ich mach's. Oh, der kommt hier rein! Aua, 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 aua! Oh! Warte mal, Daniel, warte, warte, warte. Ich hole gleich eine dicke Waffe raus, dann kann er mich mal kreuzweise. Ich sehe ihn. Was mache ich denn jetzt? Ich sehe ihn auf alle Fälle. Der wartet, dass ich jetzt zu ihm komme. Dumm. Scheiße! Kannst du mal bitte was tun, Daniel? Was soll ich denn tun? Weiß ich nicht. Kamikaze? Oh, warte, ich habe doch Granaten. Aber oh, da gehe ich mal wieder. Der wartet immer noch. Der steht da und wartet. Habe ich nicht noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Mal gucken. Alter Schwede. Nein, ich falle. Scheiße. Der verbindet sich gerade. Ich mich auch. Oh, ich muss mich auch verbinden. Wie hat er dich getroffen? Na, ich wollte mal einen Blick riskieren. Das sind zwei, Daniel. Der eine ist tot. Alter, wieso bin ich jetzt tot? Die haben durch die Decke geschossen. Ehrlich jetzt? Ja. Kuchen kam gerade unter mir durch die Decke durch. Oh je. Na ja, dann wünsche Das ich sind dir drei das. Leute. Hä? Entweder waren das gerade wirklich drei Leute Oh, oder... der Surfer, hier sind jetzt 35 Leute sind hier drauf. Ja, Daniel, das waren gerade, glaube ich, drei Leute. Einen habe ich auf jeden Fall getötet. Zwei, glaube ich, sogar. Nee, einen. Alter. Leck mich fett. Was sagt denn die Zeit? 19. Krass, ey. Das war jetzt wirklich gerade ein bisschen viel für mich. Ist auch tot, oder? Ja, ich bin jetzt gestorben. Es waren drei Oh. Leute. Gerade ist einer hochgelaufen und in dem Moment, zack, war der auf einmal wieder vor der Tür und dann bin ich Aber gestorben. wieso konnte der denn durch die Decke schießen? Vielleicht ist er auch hinten die Leiter hoch. Oh, dass er hinter mir war? Ja. Naja, darauf haben wir jetzt nicht geachtet, stimmt. Scheiße. Kacke.
Dabei hat es jetzt gar nicht mal so schlecht angefangen, weil wir ja ein bisschen überlebt haben. Ich habe minus 2000 auch noch. Okay, wohin gehen wir? Tscherno? Solnitschny? Gorka? Guglovo? Wischnoje? Elektro. Elektro? Elektro. Ja. Okay. Mal werde ich auch mit falsch. Ja, jetzt bin ich am Boden. Jetzt, wo ich ausgerechnet meinen Fallschirm wähle. Boah, ich komme angedüst. Ach scheiße, Leute, Was? es tut mir leid, YouTube. Tut mir leid, ehrlich. Ich hab mich angestrengt, ich hab's versucht und hier ruckelt's. Scheiß Elektro. Alter, hier ruckelt's hardcore, Daniel. Ich geh zur Feuerwehr. Der hinteren? Ne, die vordere. Der hinteren. Warte, ich lade dich mal ein. Es sind ganz schön viele Leute auf dem Server, ich bin erstaunt. Ja, 37 waren es gerade. Dabei hatte ich so einen schönen Sniper, Labura Magnum. Und ich glaube wirklich, man kriegt hier wirklich nur richtig Geld durch Waffen. Ja, denke ich auch Waffenhandel, mal. Waffenschiebereien, hast du nicht gesehen? So, ich versuch's jetzt noch bei der Feuerwehr, wenn da, ne? Oh, bitte, lieber Gott, lass mich doch mal Glück haben. Lass mich Geld finden und richtig vielen dann uns einen Panzer kaufen können. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Weil wenn wir einen Panzer haben, schwöre ich dir, fahren wir damit überall rum. Oh, hier ruckelt's aber echt unschön. Aber ich habe schon mal eine Waffe gefunden, eine Bison. Schallgedämpft. Noch einen schönen Rucksack. Dann noch eine VSS. Schallgedämpft. Die nehme ich mal für dich mit, ne? Ich gehe jetzt erstmal in die Feuerwehr hier hinten. Ja, schau mal, ob da was Schönes ist. Mich wundert es bloß, dass hier so wenig Autos unterwegs sind. Ehrlich, das ist wirklich wenig, was hier los ist. Oh, MG36. Ja, das nehme ich mit. Schon mal ein Rucksack, ein Coyote. Den habe ich auch. So, und ich habe drei Waffen dabei. Oh, noch einen besseren Rucksack. Ja, Große jetzt. Waffentasche. Leck mich. Ja. Coyote dann doch nicht gut. Haben wir Hilfewaffe? Der Coyote ist ein toller Rucksack. Nehme ich erstmal, bevor ich keine bessere finde. Also noch minus 3000, dann habe ich es geschafft und boah, tut mir leid, YouTube, aber hier ruckelt's hardcore. Oh, hier liegen Sandsäcke. Mitnehmen. 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 Oh. So, jetzt muss ich doch mal was fragen. Halt. Du musst da noch bald einen Schnitt machen, ne? Yep. Oh, hier haben wir schon. Jagdmesser, Oh, ich muss aus Elektro Lapona. raus. Das ist ja schlimm hier drin, ehrlich. Das ist richtig unschön. Ja, aber solange man hier schön viel Zeug findet, ne? Klamotten, bitte lass es was Tolles sein. Rod, wer ist Rod? Ja, das ist der Hippie. Ach nein. Na egal, ist mal was anderes. So, da haben wir das noch. Hier ist sonst nichts weiter. Ne, in der Kirche ist auch. Da waren halt Klamotten bloß. Warte mal, statt der Makarov nehme ich mal den. Ne, nehme ich keinen Revolver. Ne, 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 ne. Ah, jetzt könnt ihr drüben noch in Fabrikgelände reingehen. Da ist er wahrscheinlich. Ja, ein Revolver. Geh mal in die Schule, also ins Bürogebäude. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Essen?
Ja, nimm mal für uns Essen, Trinken mit dich. Oh, Server restart in 5 Minuten. Feldspaten. Daniel? Ja, hab gehört. Oh, ey, sorry, das ist ja fast nicht spielbar, so wie das hier ruckelt in dieser Schule da. Allgemein hier in Elektro. Ja, ist schon schlimm. Was mich auch echt wundert, man findet hier einfach nichts, keine Autos, gar nichts. Verstehe ich nicht. Der Hippie schaut hier aber ziemlich cool aus, weil der ziemlich dunkle Klamotten anhat. Hast du mal gefragt? Ja, ich habe gefragt, wie viele Fahrzeuge gibt es denn hier so? Nicht die man kaufen kann, die man finden kann. Oh, ich habe schon wieder Sandsäcke gefunden. Warte mal. Ja, der hat gesagt, look map, aber ja. Ja. Keine Ahnung. Ja, oder Daniel, wir machen das wirklich mal so. Wir warten in der Nähe von dem Händler. Die Straße, die zu einem Händler führt, und warten dort. Schlagen Zelt auf. Wo bist du denn? Aber ist es denn erlaubt, da Also jemanden nicht beim direkt Händler? den Händler, in der Nähe halt vom Händler. Na, immer noch hinten bei der Dings, da unten. Ist das echt jetzt? Warte mal, ich muss mal runter. Ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal ein Rad gesehen. Ich habe auch schon ein Rad gesehen, aber. Du bist da unten? Ja, wo bist du denn? Ach da, ja. Hier unten ist ein Rad, ja. Oh, hier ist eine Bauernsniper. Und was ist das Ich für habe eine? zwei wunderschöne Waffen für uns, Daniel. Ohne M249. Für die habe ich Ja, sogar Mux. Munition gerade gefunden. Kannst du mitnehmen, wenn du möchtest. Schnappst du dir den Rucksack? Hä? Ja, mit Zielfernrohr sogar. Ja, nicht schlecht. Ich habe eine MG36 und eine VSS und eine Bison, glaube ich. Das Rad auch gesehen hier hinten? Ja. Ah, ne, das kann man nicht mitnehmen. Ist nur einfach so. Ich weiß, das ist so Hier. angelehnt. Ja, Zierde. Ja, wir machen Schnitt und wir sagen erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu Jo. Daisy Epoch Staffel 3. Und dann werden wir uns ein bisschen wirklich mal der Geldbeschaffungsmaßnahme widmen. Und bis dahin auf Wiedersehen. Und tschüss. Jo, tschüssi.